Hallo Freunde, willkommen zurück auf der Land of Italy im LS22. Und wenn ich hier schon so stehe, seht ihr schon auf dem Schild, was Sache ist. In der letzten Folge haben wir Ballen gepresst und ich bin am Pferdehof vorbeigekommen und dachte mir, wäre eigentlich noch eine nette Ergänzung für unseren Hof, dass auch ein bisschen was los ist. Weil wenn die Schafe und Ziegen einmal versorgt sind, dann sind sie ja im Grunde genommen schon mal versorgt und man hat jetzt gar nicht so viel am Hut damit. Da muss noch ein bisschen was dazu, damit es auch spannend bleibt hier. Ja, und dann habe ich mich finanziell sehr, sehr strecken müssen. Aktuell haben wir jetzt noch 180.000 auf dem Konto. Denn ich habe den Kredit ziemlich hochgedreht. Leider. Aber ich präsentiere unser Pferdehof. Vielleicht sollte ich hier so ein Bildchen vormachen, oder? So. Ganz stolz. Der Neuerwerb. Unser Pferdehof. Ich habe große Pläne. Kriegt man das Schild hier mit drauf? Aber dann sieht man den Pferdehof, glaube ich, nicht so richtig. Na, doch, geht, geht, geht. Weil das Schild ist schon cool. Ich mag diesen Wegweiser hier. Der ist sehr, sehr nice. So. So wird ein Schuh draus. Zack. Ticken höher vielleicht noch. So. So, bis auf weiteres an größeren Investitionen wird das wohl erstmal die letzte größere Investition geblieben sein. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier noch alles für brauchen. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Also, wir haben eine Sleeping Area. Wir haben also ein weiteres Farmhaus quasi. Und wir haben einen Managing Point. Gehen wir mal rein. Okay, hier kann ich mein Aussehen verändern. Ist quasi der Kleiderschrank. Was haben wir auf dieser Seite noch? Wir haben hier Manure Storage Point. Von da oben kann man dann runterwerfen. Gehen wir mal rum. Also viel mehr ist auf dieser Seite jetzt auch gar nicht. Wollen wir mal gucken. Hier hoch. Wir haben hier an der Seite eine schöne Terrasse. Hier kann man vielleicht Strohballen ganz gut lagern und dann hier einfach rüberwerfen, möglicherweise. Was haben wir noch? Auto Storage Area. Dann haben wir eine Output Area. Warum auch immer es Output gibt, außer Pferde. Keine Ahnung, werden wir sehen. Hier haben wir noch einen Managing Point, wahrscheinlich für den Stall. Ne, fürs Lager. Das Lager ist leer. Was kann ich denn hier einlagern? Wir gucken mal, ob wir hier Stroh reinkriegen. Dann macht das auch Sinn mit der Output Area. Dann haben wir den Unloading Animal Feed Point. Hier kommt das Futter rein. Hafer und Hirse. Und Heu, Entschuldigung. Wasser auf dieser Seite. Und hier haben wir die Area to provide Straw. Da kommt das Stroh rüber. Das kann ich hier einfach so rüberwerfen, nehme ich an. Und hier haben wir dann Animal Loading and Unloading Area. So. That's it. Das ist unser neuer Pferdehof. Hier kann man dann ein bisschen Springreiten machen. Werden wir vielleicht auch ausprobieren. Mal gucken. Denn Pferde sind jetzt natürlich ein bisschen aufwendiger. Ich werde nicht jedes Mal reiten gehen, aber ab und an sollte ich das wohl tun für den Fitnesszustand. Wir werden bestimmt beides ausprobieren, ob sich das sehr rentiert, wenn man das macht, oder halt auch überhaupt nicht, wenn man es jetzt sein lässt. Ich gehe davon aus, dass es auch theoretisch ohne geht. Wollen wir mal gucken. Hier gibt es einen Reiterweg auf jeden Fall, hier hoch. Werden wir dann sicherlich auch mal testen. So. Jetzt müssen wir irgendwie Pferde hierher bekommen. Da
Das heißt, wir springen einfach mal. Oh, gibt es irgendwas in den Angeboten? Ja, Mensch, guck mal hier, ein RAM. Hoho. Nein. Ist das nicht der RAM von der Karpatenlandschaft? Hatte ich den da oder habe ich den hier auf der Ulstream Farm? Könnte auch Ulstream Farm sein. Fahrzeug für 37.500 Euro. Nein, guck mal, ein Transporter für Tiere, aber gehen keine Pferde rein und in der Form brauchen wir es auch nicht. Wir brauchen einen Pferdetransporter. That's it. Ups, da war es schon. Tiertransporter. Und wir müssen jetzt gar nicht mal so in die Vollen gehen, würde ich behaupten. Ich glaube, so ein kleiner hier reicht für uns vollkommen. Da gehen zwei Pferde rein. Hier gehen auch zwei Pferde rein. Der sieht zwar toll aus, Schwanenhals, aber das ist nicht nötig. Wir haben einen Hühnertransportanhänger, in den zwei Pferde reingehen. Auch nicht schlecht. Ansonsten alles irgendwie schon größer. Tut aber, glaube ich, nicht Not. 16.000 Euro kostet so ein Teil. Wenn ich den miete, kostet der nur 816 Euro. Ich brauche den jetzt ja nicht so lange, ne? Also erstmal, bevor wir da reingehen, lege ich mal kurz einen Sprint ein. Hallo, guten Tag. Hallo. Denn ich habe hier extra noch weiter geparkt. Und wir sammeln mal eben die restlichen Ballen ein, würde ich sagen. Wir machen erstmal das eine zu Ende, bevor wir das andere so richtig anfangen. Wie viel haben wir denn drauf? Oh, schon ordentlich. Ich würde jetzt so eine Wagenladung Stroh auf jeden Fall zu den Pferden bringen und da einlagern wollen, dass wir das da vor Ort haben. Jawohl. Sehr schön. Alles drauf da. Und dann gucken wir mal, wie viel wir hier jetzt noch runterbekommen. Ja, so läuft's nicht. Sah aber gut aus. Ach, auf dem anderen, auf der anderen Fläche waren wir auch noch nicht. Vielleicht bleibt dann doch noch was über für den Verkauf. Das wäre natürlich mega gut. Huch. Ist vielleicht auch ein bisschen viel, einen ganzen Anhänger für die Pferde vorzuhalten, denn ich habe jetzt nicht vor, hier den Stall voll zu machen, sondern ich werde gucken, dass ich vielleicht zwei ausgewachsene Tiere dazu hole und vielleicht noch zwei junge. Wenn das geht. Wollen wir mal gucken, was der Viehhändler da so zu bieten hat. Mein ursprünglicher Gedanke war, einfach nur zwei Pferde erstmal zu nehmen. Und es damit dann erstmal gut sein zu lassen, weil der Punkt des Ausreitens natürlich ein Zeitfaktor ist. Vier ist eigentlich schon wieder ein bisschen zu viel. Vielleicht starten wir auch einfach mit zweien rein. Vielleicht gar nicht so doof. Ist er jetzt voll oder? Nee, geht noch eine Lage. Hey! Und wenn wir nicht so viel Pferde haben, dann brauchen wir höchstwahrscheinlich auch gar nicht mal so viel Stroh. Also könnte ich die eine Ladung hier theoretisch doch verkaufen. Oh Gott. Kämpft schon wieder hier. Ich weiß auch nicht, ob ich da hochkomme. Vielleicht muss ich doch an der Seite rausfahren. Wollen wir mal gucken. So, machst du die Lücken voll oder muss ich einmal entladen? Nee, das sieht aber gut aus. So, damit müsste der Hänger aber voll sein, oder? Jawohl.
Jetzt ist er completely fully booked. Wo könnten wir denn Stroh wohl verkaufen vernünftig? Lass uns doch mal gucken. Stroh. Bop, 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 bop. Weil bei den Ziegen und Schafen haben wir ja schon was hinterlegt. Ballenverkauf oder BGA Italia. Wo ist denn der Ballenverkauf? Wo leuchtet's? Da hinten leuchtet's. Fahren wir mal zum Ballenverkauf, oder? Mich interessiert, wie viel dabei rumkommt. Einmal kurz checken. Höchstpreis 147 Euro. Wir sind jetzt natürlich voll im Keller. Ist es eine Überlegung, dass ich mir diese Wagenladung erstmal hinstelle und zumindest ein, zwei Monate warte, dass der Preis ein bisschen hoch geht? Könnte man auch machen, ne? Weil jetzt gerade geht's ja noch. Aber wenn wir dann Geld brauchen, könnte das von Vorteil sein. Komme ich hier? Ich komme eigentlich nur nach da rum, ne? Frage ist nur, wo stelle ich mir das Zeugs hin? Oh Gott! Tja, vielleicht auch nicht so die beste Idee, hier rumzufahren. Aber auf der anderen Seite wären wir wohl auch nicht hochgekommen. Crazy! Also 40 Euro Unterschied sind natürlich schon eine Hausnummer. Da sollte ich dann vielleicht doch sagen, okay, komm. Eine Runde warten wir noch. Bis der Preis irgendwie so Richtung 125, 130 rückt, kann man vielleicht schon machen. Ich muss halt nur einen Platz finden. Im Zweifel wieder zu den Schafen und Ziegen. Ja, oder halt am Pferdehof zwischenlagern, das geht auch. Nur dann bin ich jetzt komplett falsch rumgefahren. Wisst ihr was, das machen wir. Wir fahren die Runde jetzt, in der Hoffnung, dass ich den Berg da wieder hochkomme. Geh weg, geh weg, geh weg, ich muss hier durch. Ich brauche Schwung. Mal gucken, ob wir da hochkommen. Weil da oben haben wir ja anscheinend Platz. Es dauert nur ein bisschen. Aber ich fürchte, dass wir mit diesem vollen Hänger die Steigung beim Feld hinten nicht geschafft hätten. Ich glaube, das wäre schwierig geworden. Ich sollte vielleicht auch noch über so eine Abschleppstange nachdenken. Dass ich mir da mal einen zweiten Traktor vorhängen kann, falls wir mal nicht mehr vorankommen. So, und jetzt mit Schwung hier, mit Schwung und Schmackes den Berg hoch, aber ich höre schon, das wird... Eieieiei. Er kämpft, aber er schafft es. Der Fiat Agri zieht wacker durch. Du hast es gleich geschafft, du bist gleich oben. Da kommt nur noch zum Pferdehof nach oben so eine Steigung. Sauber.
Dann würde ich nämlich schauen, ob das da oben mit dem Storage hinhaut, ob ich da Stroh einlagern kann. Jetzt nicht zu schnell und nicht zu langsam. Damit wir den Schwung hier mitnehmen. Jawohl! Jawohl, 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 jawohl! Das sieht gut aus, das sieht gut aus! Oh. Da ist die Storage-Area. Das heißt, wir packen uns das Ganze. Oh nein, ich hänge irgendwo, hänge ich fest. Ich weiß nur nicht wo. Ich bin irgendwo zu dicht dran gefahren. Da an die kleine Mauer, nehme ich an. Wir stellen uns das Stroh hier auf die Seite. Oder da hinten. Warte mal, das müsste ich doch auch hier vorstellen können, oder? Gott, ich habe mir verschluckt. Und das da so hinpacken? Ich weiß nicht, ob das ein Tor ist, das ich öffnen könnte. Ich glaube nicht. Nee. Können wir das doch eigentlich hier vorpacken und dann darüber werfen, oder? Ist gar nicht so doof. Pack mal erstmal dahin. So. Jetzt muss ich nur. Oh. Gucken, ob wir hier jetzt so einigermaßen vorbeikommen, ohne den Stapel durcheinander zu werfen. Hoch lebe der Drehschemel oder auch nicht. Nee, das sieht schlecht aus. Aber, ach, hier ist gar kein Baum. Hier kann ich durchziehen. Guck mal. Haha. So habe ich mir das gedacht. So, genau so war das geplant. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir haben jetzt ein bisschen Stroh da. Hast du eine normale Anhängekupplung? Ja, na klar. Die ist ja auch hier genutzt. Allerdings passt die nicht so richtig zu einem Viehtransporter, ne? Wenn ich mir den so angucke. Der würde ja so schräg nach oben hängen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, wenn ich den hier an Trecker hängen möchte. Oder doch da unten. Da ist ja noch eine. Müsste gehen. Wir fahren mal zum Shop und dann gucken wir mal, ob wir da diesen Anhänger kriegen können. So, Stroh haben wir jetzt oben am Pferdehof parat. Den Rest sammle ich dann mal. Entweder sammeln wir das zusammen ein. Ich muss noch hier die Markierung wieder rausnehmen. Entweder sammeln wir die restlichen Ballen zusammen ein oder aber ich mache das dann mal offline. Offscreen, Entschuldigung. Schauen wir mal. Jetzt will ich erstmal gucken, dass wir hier die Pferde auch an den Hof kriegen, damit das losgehen kann. Wobei ich gerade überlege, wenn ich mir. Ich hätte den Brandner fast schon mitnehmen können. Wir werden ja auch Pferdefutter benötigen. Und wir haben aktuell selber keins. Vielleicht sollte ich mir tatsächlich so eine Art Pickup oder so besorgen. Weil ich brauche ja nicht die Unmengen. Da liegt jetzt auch viel zu viel Stroh tatsächlich. Würde ich mal behaupten. So, mach mal aus. Was habe ich denn da noch dranhängen? Saatgut. Wir haben hier noch Saatgut stehen. Gut. Wir brauchen sowas. Den mieten wir für die erste Runde und bringen ihn wieder zurück. Das ist nicht das Ding. Dann brauchen wir zwei Pferde für den Start, würde ich sagen, um reinzukommen. Kann man dann immer noch hochdrehen, das Game. Dann werden wir benötigen
Hafer. Kostet 1.300, kann man machen. Da würde ich, keine Ahnung, 5 Säcke von mitnehmen. 4, 5 Säcke. Wir haben, glaube ich, aktuell nicht wirklich viel Möglichkeit, sowas zu transportieren, außer hier den Brandner. Hier könnten wir lose Hafer mitnehmen, aber ich möchte ja diese Säcke verarbeiten. Habe ich einen Frontlader? Habe ich gar nicht, ne? Wenn es Säcke sind, muss ich ja tatsächlich dahergehen und sagen, irgendwie muss ich das da ja reinkriegen. Fiat Agri. Kann welcher von denen könnte wohl Kompakttraktoren? Massey Ferguson. Wo seid ihr? Wo ist das Massey Ferguson Modell von mir? Ich möchte sehen, ob ich einen Frontlader anbauen kann, weil das weiß ich gerade gar nicht so genau. Da müsste der jetzt irgendwo kommen. Ich glaube, den haben wir. Frontlader. Müsste gehen. Dann könnten wir das damit erledigen. Sehr gut. Oder haben wir den? Oder den oder den? Ich glaube, die müssen das alle können, oder? Frontlader, Frontlader, das sieht gut aus. Also irgendeiner von denen ist es. Da kommt dann Frontlader dran, dann passt das. Autos. Was wird uns denn sowas kosten? Könnt natürlich auch über sowas Kleines, Flinkes nachdenken, ne? Aber da geht dann auch nicht wirklich viel drauf. Vielleicht nicht so sinnvoll. Hier bin ich natürlich interessiert. Kleiner alter Lastwagen. Der bleibt dann aber wieder überall hängen. Ah, nee, auf der Karpatenlandschaft haben wir hier den Ford Raptor. Der müsste ja auch schon ein bisschen, naja, mehr Sinn und Zweck haben. 35, dass man damit auch mal ein bisschen was mehr transportieren könnte. Der ist gerade im Angebot für 35. Kriegt man ein bisschen was hinten drauf, aber jetzt auch nicht sonderlich viel, würde ich meinen. Sowas hier wäre natürlich mega cool, aber ich glaube, die habe ich mal ausprobiert und das war so lala. Rumbler Van, Rumbler Long Van. Ich hatte doch irgendwo. Wo finde ich denn wohl die Fahrzeuge, die ich mal nachgeschoben hatte als Mods? Habe ich das noch nicht aktiviert? Anscheinend auf der Land of Italy noch nicht. Ist hier irgendwas bei? Auch nicht so richtig. Wer bist du denn? 97 km/h, das Teil. Ja, das ist es doch, oder? Was soll das sein? Das ist irgendwie witzig. 25? Kabine. Kapazität 1000. Ballenwagen. Holzladen. Ja, gut, okay. Okay, mit so einem Raster, schützende Markise, Kabinenschutz. Ich finde den gar nicht mal so doof. Und guck mal, den kriegt man noch günstiger dadurch. Dann kostet er noch mal weniger. Könnte man machen.
Also gerade geht es mir ja nicht so gut. Deswegen ist es eine Überlegung, sowas hier zu nehmen, da das Futter drauf zu schmeißen. Der ist relativ schnell unterwegs. Hat natürlich jetzt nicht so die hohe PS-Zahl. Der ist wirklich nur zum Hin- und Hertransportieren von Kleinkram. Und vielleicht kriegt man hier den Pferdeanhänger nochmal dran. Was ist das? Okay, so ein Grill hier vorne für 1000 brauche ich jetzt nicht. Rundumleuchten bräuchte ich nicht. Farbgebung. Was gibt's denn noch? Ah, das wäre hier. Oh, okay. Gibt's hier ein Fiat Agri Rot? Es geht so in die Richtung, ne? So, das ist doch ganz nice. Sollen wir den mal ausprobieren? Wir können ihn ja auch mieten erstmal und gucken, ob der was kann. So, Miete 1000. Oh, schon ordentlich. Aber wir probieren den aus. Witzig. Wusste gar nicht, dass ich diese Mod habe. Oh, der steht jetzt genau hinterm Traktor. Großartig. So, und dann müssen wir jetzt noch mieten. Den Tiertransporter. Den lassen wir so. Miete. Dann fahren wir. So, ich möchte nur einmal wissen, ob ich den hier anhängen könnte. Ja, sicher, das geht. Machen wir das? Oder hängen wir den da an? Wir müssen den ja auch vernünftig testen, ne? Wir stellen den mal eben hier ab. Und dann testen wir dieses wunderbare Gefährt. Okay. So, würde das gehen? Muss ja, oder? So, wir brauchen ja jetzt nicht zwingend irgendwie was Großes. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann nehmen wir uns schon mal Futter mit. Big Bags. Hafer, Hafer, Hafer. Da haben wir Hafer. Muss man Hirse dazu füttern? Ich weiß es nicht. Wir nehmen einfach mal, ich würde sagen, 4 Bags. 4000 Liter, ob das wohl hinhaut? So, ich habe noch nicht mal Pferde geholt, ne? Aber leg hier schon los mit dem Futter. Höhe müsste ja noch genau stimmen. Wir machen mal Sack für Sack, würde ich sagen. Nicht, dass wir hier jetzt. Ah, noch nicht gut getroffen. Guck mal von oben. Jetzt haben wir ihn. Ich hoffe, dass das. Ah, das läuft da wahrscheinlich rein, so wie der konfiguriert ist, oder? Das wäre natürlich blöd. Ich glaube, ich muss hier nochmal umkonfigurieren auf Ballenwagen. Fällt mir gerade so ein, weil so wie es jetzt ist. Könnt es mal ausprobieren. Ich habe ein bisschen Angst, dass mir das da reinläuft. Ne, wir konfigurieren den einmal um. Also, macht Spaß. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Kann ich nicht konfigurieren, weil ich den gemietet habe.
geben wir den jetzt zurück. So. Bisschen Geld verschwendet. Der war hier ganz hinten. Kapazität 1000. Den wollen wir auf Ballenwagen haben. Dann können wir das einfach draufstellen und hoffentlich fixen. Damit können wir auch immer Ballen hin und her fahren. Gar nicht doof. Wir hatten das. Wir hatten das. Und die Kabine haben wir erstmal runtergenommen. Jetzt machen wir es anders. Wir kaufen das Ding. Ich finde den irgendwie mega cool. So eigenbaumäßig. So. Bitte sehr. Jetzt hätte ich den eigentlich hier auch so quer vorstellen können, ne? Ja, machen wir mal. Boah, guck mal, wie wendig der ist. Ist ja der Hammer. Weiß jetzt auch nicht so recht, wohin mit mir hier. Weil alles kreuz und quer steht. Da wird sich zeigen, ob das jetzt ein riesiger Fehler war. Weil 83 PS dann vielleicht nicht ausreichen. Boah, kriege ich nicht beide drauf hier. So, einer steht. Alle vier meine ich. Anscheinend nicht. Die sind größer als ich dachte, diese Säcke. Nehmen wir erstmal zwei mit. So, wir müssen ja auch nicht übertreiben, ne? Die anderen beiden lassen wir da erstmal stehen. Müsste man eigentlich zur Seite stellen, aber das kann ich vielleicht auch mal so machen. So, und jetzt würde ich euch gerne sichern. Geht das? Nein, das geht nicht. Echt? Why not? Mist, auf der anderen Fläche wäre das jetzt gegangen. Da muss ich vorsichtig fahren. Jetzt geht's, hier. Zack. Ah, hier. Ja, wunderbar. So, einmal alles fixen. Und dann gucken, wo ist der Viehhändler? Viehhändler. Da unten. Da ist der Viehhandel. Das heißt, wir müssen hier einmal rum und die nächste rein. Der ist hier genau nebenan. Cool, okay. Dann fahren wir mal rüber. Hey, das sieht doch ganz gut aus. Ah, das ist ja ein mega cooles Fahrgefühl. So, hier ist Tankstelle. Ja, doch, mit dem legen wir uns an. Wo ist die offizielle Einfahrt? Wäre die das gewesen? Ja. Scheinbar schon. Ja, ungünstig, aber dann können wir hier gleich direkt den Wendekreis mal testen. Was haben wir denn da hinten? Ja, geht. Ist okay. Witziges Gespann. Das ist ja großartig. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt.
ob es ein Backsound, du hast nicht alle Latten am Zaun ist, oder? Spitzenmäßig. So, kleines Bildchen. Ja, moin. Ich würde gern, eigentlich würde ich gern zwei Pferde abholen. Hier gibt es nur Kühe. Sell Area. Loading, Unloading Area. Schafweide, Pferdestall. Aber ich möchte die selber mitnehmen. Ah, guck mal, so, also. Preistechnisch geht das ja sogar. Bin gespannt, wie viel Geld man dann mit einem ausgewachsenen Pferd verdienen kann. Nehmen wir erstmal Fohlen mit, die kann man dann ja wahrscheinlich noch nicht reiten, ne? Alter 0 Monate, Tragzeit 11, geschlechtsreif mit 18 Monaten. Mhm. Na, ich würde sagen, wir nehmen zwei ausgewachsene. Und gehen wir auf Rappe oder Brauner? Ich glaube, wir gehen auf Brauner. Wir machen... Weiß gar nicht, darf man die vermischen? Bestimmt, oder? Wir nehmen eine Stute Isabel. Möchtest du dieses Tier kaufen? Ja, für 2.300. Ach, mit Gebühr. Oder stehe ich irgendwie falsch? Animal Loading, Unloading. Ich glaube, ich muss in die Area fahren, ne? Ich möchte ja um diese Gebühr herumkommen und selber transportieren. Sonst ist das Ganze hier ja witzlos mit dem Anhänger. So müsste es gehen, glaube ich. Müssen wir noch irgendwas aufmachen? Ich glaube nicht. Immer noch mit Gebühr. Es wird eine Transportgebühr erhoben, wenn die Tiere nicht mit dem eigenen Viehanhänger transportiert werden. Ja, das werden sie ja. Sollen sie ja. Pferdestall, Schafweide. Ich stehe ja in der Area. Viel mehr kann ich da jetzt auch nicht reinfahren. Oh, wie man sieht. So. Ich möchte selber transportieren, bitte. Jetzt stehen wir richtig. So, jetzt ist die Gebühr raus. Sehr gut. Stute. Eine Stute. Kaufen. Und dann hätten wir gerne als Hengst einen braunen dazu. Warum kostet der mehr? Naja, egal. Ha, da sind unsere Pferdchen. Sehr gut. Klappe zu. Und Abfahrt. Jetzt könnte ich beim Fiat Agri noch schauen, ob ich da auch einen Frontlader anbringen kann. Dann würde ich den halt hier gleich umkonfigurieren. Damit wir das Futter dann auch in den Trigger bekommen. Ja, genau. Sprinte mal. So, wie schnell sind wir? 42, 43. Dafür, dass wir eigentlich über 90 km/h schnell sein können, hält sich das hier noch in Grenzen. Ich glaube, hier müssen wir hoch. Oder habe ich übersehen, dass ich den noch hoch konfigurieren konnte? Wir haben jetzt auch gut Gewicht, ne? Wir haben die zwei Pferde hinten dran.
die zwei Haferbags drauf. Gott, ich dachte gerade, ich wäre vorbeigedonnert, aber hier ist es. So. Ja, das funktioniert gut. Ich glaube, das ist genau das richtige Fahrzeug. Es klingt ein bisschen komisch, gebe ich zu. Aber für unsere Zwecke ist das, glaube ich, genau richtig alles. So, meine beiden. Willkommen in eurem neuen Zuhause. Dann buxieren wir euch mal vorsichtig hier rein. Ach, guck mal, der Hafer läuft schon durch. Das ist ja praktisch. Hört ihr das? Da unten, da läuft er. Das ist ja mega gut. Ja, perfekt. So. Unloading. Wie kriege ich euch da jetzt raus? Ich möchte nichts kaufen. Ich möchte euch unloaden. Tiermenü öffnen. Ah, so. Auswählen und Tier ausladen. Und auswählen und Tier ausladen. So, das hier soll aber eigentlich nicht Rudolf sein. Nee, den Anhänger laden möchte ich es nicht. Ich möchte es umbenennen, weil es ist ja unsere Stute. Warum sollte die Rudolf heißen? Hallöchen. So, wo kann ich dich umbenennen? Vielleicht im Tiermenü. Pferdestall. Die beiden sind hier gar nicht gelistet. Rudolf reiten. Trab. Nee, hier ist auch nichts mit umbenennen. Hm. Jetzt steht Rudolf da hinten. Rudolfine. Na, was machst du denn? Bleib stehen. Na, das gucken wir uns später mal an, wie wir das hinbekommen. So, ein bisschen Futter ist jetzt sogar schon drin. Dann gucken wir mal, ob das hier so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Dass wir uns hier einfach einen runternehmen und den dann da so... Das funktioniert ganz wunderbar. Zack. Und weg. Sehr gut. So habe ich mir es gedacht. Wie viel Strom muss da wohl rein? Ihr seid nur zwei Pferde. Das kann doch nicht sein, dass ihr so viel Stroh benötigt, oder? Ja, da scheint schon ordentlich was reinzugehen. Ich überziehe heute hier wieder maßlos. Ha! So, jetzt ist voll. Der ist liegen geblieben. Sehr gut. So, dann machen wir noch einen kleinen Ausflug mit unserem neuen Gefährt. Zurück vom Händler. Dann geben wir den Anhänger zurück und dann kann ich da nämlich das weitere Futter einsacken. Und ab der nächsten Folge haben wir dann auch Pferde zu versorgen. Sehr schön.
So, jetzt wird er auch schneller hier. Aber ist sehr komfortabel, also. Ich finde das Teil gerade mega cool. Sieht bestimmt lustig aus, aber es erfüllt seinen Zweck. Jetzt habe ich so richtig gut geparkt hier. Also rum. Nee, das passt schon. Jetzt drehst du den nach da. Genau. Jo. Sehr gut. Dann koppeln wir das Ding ab. Und den hier hin. Können wir den beim nächsten Mal beladen. Oder ich in der Zwischenzeit. Und den hier geben wir zurück. Achso, ja, ich muss auf den Managing Point. Entschuldigung. Den würde ich gerne zurückgeben. Perfekt. Juti! So, ich bin gespannt, was ihr sagt. In der nächsten Folge gibt es dann mehr dazu. Auf jeden Fall ein cooles Gerät. Für die Karte, glaube ich, wie gemacht. Oder? Wie heißt das? Miner. Der Miner 6x4. Lasst mir gern einen Kommentar dazu da. Ich freue mich auch über ein Däumchen nach oben und über ein Abo. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Ich hoffe, das war der richtige Schritt in eine abwechslungsreiche Zukunft hier. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.